Hier zeigen wir das Ergebnis einer Lidstraffung jetzt 3 Monate postoperativ. Man sieht in feinster Linie noch die Narben über dem Oberlid, die sich aber in die Faltenebene eingefügt haben, so dass es so noch schwer überschaubar ist, ob es eine Narbe oder eine Falte ist. Die Lidstraffung ist auch eine der häufigsten Eingriffe, die wir hier durchführen. Seit 2013 bis 2017 ist auch die Häufigkeit hier deutlich gestiegen. Wenn ich jetzt die Wimpern etwas runterbringe, kann man es deutlicher sehen, aber man kann es auch mit dem geübten Auge kaum noch unterscheiden und nach 6 Monaten wird da nichts mehr sichtbar sein. Das ist in Lupentechnik durchgeführt worden und die Patientin ist hier hoch zufrieden.